So, wir müssen uns erstmal hier vorne drapieren, damit die Menschen, die für Bild und Ton zuständig sind, das auch hübsch einrichten können. Ich räume hier nochmal auf. Oh, okay, es gibt auch offenbar noch was Vorgelesenes. Ja, herzlich willkommen. Zunächst wie immer die Bordhinweise. Hier vorne sind nochmal locker ein halbes Dutzend solcher Höckerchen, zwei Liegestühle und noch die ganze WG-Küche frei. Sicherlich netter als zu stehen dort hinten. Ich freue mich sehr, dass ihr gekommen seid, so zahlreich. Ich habe eigentlich vorhin schon geunkt, als ich kam und habe gesagt, ey, mitten in den Sommerferien, bei dem komischen Klima, man kriegt überall einen Parkplatz in der Stadt, todsichere Indizien, dass außer uns vier hier vorne und noch so ein paar hier aus dem Hause niemand kommt. Dem ist nicht so, freut mich sehr. Rückt näher, traut euch. Mein Name ist Katja Weber, das habt ihr schon gehört. Vielen Dank auch Benedikt, der ja das Stethoskop dabei hat, falls was ist, wegen der Hitze, für die Einführung. Ich habe schon gedacht, ich hätte vielleicht auch irgendwie so ein sexy Nurse-Ding, so ein Kittel anziehen müssen. Ich habe jetzt leider so die Bestatterinnenkluft. Ich weiß nicht, ob das irgendwie thematisch da in unser Thema reinführt. Wir werden sehen. Wie immer auch noch der Hinweis, wir werden gestreamt auf hig.de. Die Leute, die da zugucken, hallo, wir sind's. Wenn die was zu Kamellen haben und ihren Senf reingeben wollen, dann können die das tun. Unter Hashtag Dicksaal können sie sich melden. Wir tragen das hier rein und ihr alle könnt das natürlich auch tun. Wir haben ja vorhin schon gehört, was ihr alles so jüngst googelt und was man daraus ablesen kann. Also haltet nicht an euch, sondern sprecht zu uns. Ja, die Frage natürlich, die so über einem steht, sitzt ein Pups quer oder pocht der finsere Sensenmann an die Tür? Bin ich krank oder eine eingebildete Kranke? Es gibt auch harmlosere Fragen, die die Menschen ins Netz treiben. Sie googeln ihre Krankheiten und das fand ich ja besonders schön vorhin in der Einführung, dass Bing so betont wird im Google-finanzierten Alexander von Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft. Sie bingen auch ihre Krankheiten und Symptome. Und wir diskutieren heute, was uns das bringt oder was das vielleicht anderen bringt. Wird elitäres medizinisches Wissen demokratisiert und breiter gemacht, zugänglich gemacht oder greifen Horror, Hypochondrie und Halbwissen um sich? Dr. Bing und Dr. Google, suchen wir uns krank? Ja, ich würde jetzt erstmal hier von wegen Stichwort Big Data gerne erheben, wer von euch denn tatsächlich schon irgendwas gegoogelt hat, gebingt hat. Okay, ja, also ich weiß gar nicht, was ich noch alles nehmen kann. So, ja, ich würde mal sagen, lockere 98% sind dabei. Hier vorne haben wir die Fachleute, sowohl was das Medizinische betrifft, als auch die mediale Darreichungsform dieser Inhalte. Ich stelle sie euch vor. Anja Bittner ist Ärztin, also wenn es zu Herzrasen kommt. Wir haben hier wirklich ausgesprochen viel qualifiziertes Personal. Sie ist aber nicht nur Ärztin, sie ist auch so eine Art Babelfisch. Sie betreibt nämlich mit zwei ehemaligen Kommilitonen, beziehungsweise der eine ist gar kein Mediziner, sondern Informatiker, die Plattform washabich.de, auch das wurde vorhin schon genannt. Da übersetzen Medizinstudenten in höheren Semestern, also die schon was gepaukt haben, Facharztbefunde vom Fachchinesischen so in das allgemeinverständliche Patientendeutsch, arbeiten also an der Stelle, wo sich Arzt und Patient oftmals dooferweise nicht verstehen. Und damit sorgt sie eben dafür mit ihren Übersetzungen und mit denen der Studenten, dass der Patient erstmal weiß, was fehlt mir oder was habe ich, wie eben der Titel der Seite sagt. Sebastian Krolopp ist auch Arzt, nämlich Anästhesist. Ja, sie wollten oder du wolltest aber wohl keine Menschen mehr ins Reich der Träume befördern, sondern sich mehr so um Fragen des Gesundheitsmanagements kümmern, auch des Krankenmanagements. Jetzt ist er Managing Director bei einer riesigen Unternehmens- und Technologieberatung, Accenture heißt die. Er ist dort der Stratege, der guckt, wo und wie sich das Gesundheitswesen im deutschsprachigen Raum entwickelt. Und Gunnar Schwan wiederum ist derjenige, der sich anguckt, was die beiden und andere so machen und versucht herauszufinden, was es bringt. Er ist Diplompsychologe und Projektleiter bei der Stiftung Warentest. Und für die untersucht er Dienstleistungen in den Bereichen Gesundheit und Multimedia, was sich natürlich aufs Schönste und Innigste verzahnt, wenn wir über Gesundheitsforen reden. Ja, mitten rein ins Getümmel. Welche Foren, welche Portale
kannst du empfehlen und wieso? Was sind die Kriterien für ein gutes Portal? Ja, also ich glaube, man muss grundsätzlich unterscheiden zwischen den Portalen, die von Experten, von Medizinern zum Beispiel betrieben werden und bei denen man quasi eine Beratung erhält, die dann auch gut ist, und auf der anderen Seite vielleicht die Foren, die von Laien für Laien sind, also die eine ganz andere Zielgruppe letztendlich haben und wo die Ansprüche natürlich an fachliche Qualität ganz andere sind. Ich sehe das eine, sowas wie Netzdoktor beispielsweise oder washab.ich.de, so professionelle Angebote, die sind eben auf der Seite sozusagen sichergestellt. Da sind Qualitätskriterien wie, wer ist der Autor, ist das ein Fachmediziner für das entsprechende Problem, von wann sind die Informationen, sind die irgendwie gesponsert, die Inhalte etc. Das kann man da alles wunderbar nachlesen, wenn sie gut sind. Und auf der anderen Seite eben die Laienforen, die sich eben eher um Emotionen oder, sage ich mal, zwischen den Zeilen Informationen, also welche Erfahrung hast du mit Präparat XYZ gemacht, die da nicht studienbasiert sind, aber die trotzdem irgendwie wichtig sind. Das heißt, ist so der erweiterte Freundeskreis, den ich, also früher hätte ich so abends in der Kneipe gefragt, was hast du Erfahrungen mit Viagra, und jetzt frage ich es da im Forum. Genau. Und zudem Kummerkastenfunktionen oder so. Und es ist gerade für Chroniker, die dann halt, also zum Beispiel Diabetiker oder Rheumatiker, also Personen, die eine lange Krankengeschichte schon haben, die kennen sich ja teilweise mit ihrer Krankheit wesentlich besser aus als, sag ich mal, ein junger Mediziner, der noch nicht so lange im Geschäft ist. Das heißt, sie können auch sich ganz andere Informationen natürlich zukommen lassen. Also es hat schon Mehrwert. Man muss aber allerdings beachten, dass es eben dann keine Experten sind. Und das darf auch niemals dann sozusagen verwechselt werden. Über so ein paar Aspekte, die da jetzt drin waren, das Sponsoring, die Finanzierung zum Beispiel, würde ich nachher noch gerne reden, aber hier erstmal weiterfragen, was dein Favorit ist. Also wenn der Schuh drückt, wo googelst du oder wo bingst du? Da habe ich den Vorteil, dass ich als Arzt eben viele, viele gute Kollegen habe und dann letztendlich nicht über Bing, Google etc. gehe, sondern wirklich die Leute anrufe und frage, kannst du mir jemanden empfehlen? Ich glaube aber, dass der erste Schritt, mal was zu googeln, auch ich das immer mal wieder mache, absolut legitim ist auch ein guter Schritt. Mhm. Ich glaube, dass die Möglichkeit, einfach mehr Transparenz zu haben, wirklich mal was nachzuschlagen, diese Barriere, die vielleicht groß ist, zum Hausarzt zu gehen und was mal anzufragen, die wird abgesenkt, und ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Entwicklung. Mhm. Und zu dir wollte ich nochmal sagen, ich glaube, ganz wichtig sind eben diese Selbsthilfeportale. Mhm. Das heißt, wenn ich ein MS-Kranker bin oder wenn ein Diabetes oder wenn mein Kind Asthmatiker ist, dass sich dort Leute zusammenschließen und sich austauschen. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, ja, weil man dann wirklich merkt, dass man nicht alleine ist, dass die Probleme, die ich habe, haben andere auch, man kriegt Tipps. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, und wichtig ist dann dort die schwarzen Schafe irgendwie rauszufiltern und herauszusegmentieren. Aber per se ist das, weil das ja auch immer die spannende Frage ist, werden wir jetzt alle zu Hypochonder oder ist das eine Hilfe? Ich glaube, es ist eine Riesenhilfe. Ja, und das Potenzial steckt noch in den Kinderschuhen. Also tatsächlich bei den seltenen Krankheiten ja ganz wichtig, weil die Leute, selbst in einer Stadt wie Berlin, wenn ich nicht weiß, welche Eltern noch ein Kind mit dem und dem sehr speziellen, sehr seltenen Gendefekt haben, dann finde ich da relativ einfach Anschluss, kann mit denen Freizeit planen und ja, so weiter. Ja, nein, aber auch dieser auch der Diabetiker, der eben sagt, Mensch, ich habe meinen Arzt, ich traue mich, gewisse Dinge nicht zu fragen. Ja. Wie ist es mit dem Sexualspiel, wenn ich Diabetiker bin? Muss ich davon ausgehen, dass eines Tages? Das sind Fragen, die sollte eigentlich jeder seinem Arzt stellen dürfen. Die werden aber oft auf diesen Portalen gefragt. Mhm. Wo googelst du deine Zipperlein an, ja? Das hängt davon ab, was ich für ein Zipperlein habe. Also ich bin ja auch Arzt, von daher google ich sicherlich auch anders, als der Laie googeln würde. Es gibt viele gute Gesundheitsinformationsportale. Ich glaube, die Schwierigkeit bei uns ist vor allem, zu unterscheiden von denen, die eben nicht so gut sind. Also es gibt ja vom Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen, im IQWiG, gibt es die Seite Gesundheitsinformation.de, die Kassenärztliche Bundesvereinigung macht Patienten-Informationen.de. Das sind alles gute Informationen, die recherchiert sind, die laienverständlich sind, die häufig aber nicht so leicht zu finden sind über Google, wie zum Beispiel Patientenforen, wo einfach die Wörter viel schneller und viel häufiger kommen. Und dadurch findet man als Laie eben oft als erstes eine Information, die man eigentlich vielleicht gar nicht unbedingt finden möchte. Ja, jetzt hast du ja gesagt, Sebastian, erstmal googeln findest du okay. Gunnar, glaube ich, würde das wahrscheinlich auch sagen, aber du machst ja auch Einschränkungen, oder? Für eine erste Orientierung würde ich sagen, ist googeln völlig in Ordnung. Und es ist auch völlig in Ordnung, Wikipedia-Artikel zu einer Krankheit wie Angina pectoris zu lesen. Man darf nur nicht denken, das ist wirklich alles richtig oder es muss nicht alles richtig sein.
Also es hilft mir vielleicht für eine erste Orientierung und dann sollte ich mich vielleicht mit diesen Informationen zu wirklich geprüften Angeboten vorarbeiten oder meinen Arzt nochmal ansprechen. Ich habe da was gehört, wenn der nicht genervt ist davon dann irgendwann. Aber ich glaube, die meisten Ärzte finden das inzwischen auch ganz gut, wenn die Patienten mitreden wollen. Ja, das fragen wir hier mal kurz. Wir haben ja einen, der schon gearbeitet hat als solcher, eine studierte Ärztin, die zumindest Praxiserfahrung hat. Wie findet ihr das, wenn die mündige Patientin kommt und sagt, nee, Moment, Herr Krolopp, also ich habe gelesen... Zwei Dinge. Also wenn im Morgenmagazin oder sonst wo irgendwas berichtet wird über irgendeine Krankheit, dann kann man davon ausgehen, dass abends in den Ambulanzen... alle Leute das haben. Genau. Ne? Das kann natürlich mal nerven. Ich glaube, die spannende Frage ist ja, habe ich ein Arzt-Patienten-Verhältnis, das auf Augenhöhe ist. Ne? Also will ich dem Arzt etwas erklären? Das ist vielleicht nicht die Idealvoraussetzung, aber auf der anderen Seite, glaube ich, muss man sich schon eine Ärztin oder einen Arzt suchen, der sich darauf einlässt, zu sagen, ich höre dir in Ruhe zu. Und wenn du eine feste Meinung hast und wenn du da schon Vorarbeiten gemacht hast, gerade wenn du chronisch kranker bist, dann mag es gut sein, dass der oder diejenige seit Jahren sich mit Dingen auseinandersetzt und sagt, gewisse Dinge vertrage ich nicht, glaub mir das, spritz mir bitte das Zeug nicht. Ich glaube, das sollte es auf Augenhöhe vonstatten gehen. Und das, wenn wir ganz ehrlich sind, ist nicht immer so der Fall. Ja, nicht in der Vergangenheit gewesen. Anja arbeitet ja genau an dieser Sollbruchstelle, wo das in der Regel nicht der Fall ist. Ja. Aber nochmal auch an dich die Frage, wenn da eben die mündige Patientin, der mündige Patient kommt, die von sich behaupten, also ich weiß da schon was, du weißt es scheinbar nicht, ich erzähle dir das. Empfindest du das als Bereicherung oder als Unverschämtheit? Natürlich ist es schwierig, damit umzugehen, wenn man 6,5 Jahre Medizin studiert hat und je nach Berufserfahrung schon eine Weile auch das dann ausübt. Und dann kommt jemand als Laie und sagt, ich weiß das besser. Aber Patienten kennen ihren Körper am besten. Und jeder Patient, egal ob er vorher gegoogelt hat oder nicht, hat eine eigene Theorie zu seiner Erkrankung. Ansonsten würde er nicht zum Arzt gehen. Und ich glaube, es ist schon wichtig, dass man sich als Arzt auch anhört, wie die Theorie des Patienten ist, weil man dann einfach auch viel besser behandeln kann, wenn man genau diese Theorie eben widerlegen kann oder bestätigen oder eben so abändern, dass der Patient genau versteht, was er hat. Und das ist, glaube ich, was wir aber einfach auch nicht lernen als Mediziner, sondern uns dann im Berufsalltag selbst beibringen müssen. Und da ist es am Ende eine Persönlichkeitsfrage. Jetzt bin ich so ein bisschen ausgeschert aus dem, was du mir vorhin geantwortet hast, zu dem Empfinden des Mediziners gegenüber dem mündigen Patienten. Aber eigentlich waren wir ja zuvor beim Googlen von Krankheiten. Und du hast gesagt, ja, gute Sache, erstmal als erste Orientierung. Wir waren aber noch nicht bei dem Aber gelandet. Und um das würde ich gerne noch mal bitten. Genau, also das Wichtige ist, dass es sozusagen nicht das Ende der Informationssuche ist. Und es wird auch niemals irgendwie eine Internetseite oder auch so eine interaktive Geschichte online ein Arztgespräch ersetzen können. Das heißt, das Gespräch, was in der Praxis oder in der Klinik von Angesicht zu Angesicht stattfindet. Also, dass der Arzt beispielsweise in einer diagnostischen Situation Fragen stellt zu Symptomen, das ist ja das eine. Aber der guckt sich ja auch die Krankengeschichte vielleicht an. Also der fragt in die Vergangenheit und vor allen Dingen guckt er sich den Patienten sozusagen im Ganzen an. Und dem fallen vielleicht so Sachen auf, die er auch nicht verbalisieren kann, die er aber irgendwie wahrnimmt, die dann zu dem großen Ganzen führen. Hast du ein Beispiel für Dinge, die man wahrnimmt, die aber nicht ausgesprochen werden? Also es gibt ja teilweise esoterische Ansichten, was Diagnostik angeht. Und es gibt ja zum Beispiel medizinische Vertreter, ich sage jetzt nicht Ärzte unbedingt, aber die können zum Beispiel anhand der Iris da was erkennen. Ja? Das sagen ist jetzt, sie zumindest. Sagen sie zumindest. Und es gibt sicherlich auch gesichertere Ergebnisse zur Körpersprache. Also jemand erzählt etwas, aber gleichzeitig bewegt er sich in der Art und Weise, was dem vielleicht widerspricht. Mhm. All das sollte der Arzt nutzen als diagnostisches Instrument und wird er auch tun, wenn er Erfahrung hat. Es wird ihm irgendwas erzählen. Und das große Ganze, das kann er wahrscheinlich auch nicht unbedingt verbalisieren und erklären, warum er das jetzt denkt. Er hat Anhaltspunkte dafür. Aber also wir kommen noch mal, glaube ich, später dazu, zu den Online-Arztpraxen und so, wo genau dieses persönliche Verhältnis eine Rolle spielt. Aber ich frage mich, ob nicht jeder hier im Raum, also ich sage mal, zumindest die nicht privat versichert sind, schon erlebt hat, dass er oder sie zum Arzt geht, 3 Stunden wartet und 5 Minuten mit jemandem spricht, der aber so über der Tastatur hängt, statt mich anzugucken. Also der im Zweifel überhaupt nicht wahrnimmt, ob ich mich irgendwie widersprüchlich zum Gesagten verhalte oder nicht. Vollkommen richtig. Es kann sogar so weit führen, dass ich gar nicht erst einen Termin bei dieser Arztpraxis bekomme, weil alle Plätze belegt sind. Klar, wir reden von einem optimalen Zustand in der Arztpraxis. Und sicherlich hätte jeder Arzt, gerade die Allgemeinmediziner, auch wesentlich mehr Zeit für Beratungsgespräche, wären vielleicht nicht entsprechend bezahlt. Insofern ist das erstmal der optimale Zustand. Und sicherlich ist es in der Praxis doch ein bisschen anders.
Was ich nur meine ist, dieses Online kann niemals der komplette Ersatz sein für dieses Arztgespräch von Angesicht zu Angesicht. Das kann eine Vorbereitung aus meiner Sicht sein. Also sprich, ich recherchiere schon mal, kann vielleicht auch besser Fragen stellen. Oder ich kann auch im Anschluss an das Arztgespräch vielleicht noch Sachen herausbekommen, die ich in den 5 Minuten eben nicht so weit durchdrungen habe, beziehungsweise nicht alles verstanden habe. Nochmal zu dem Aspekt, den du vorhin genannt hattest im Zusammenhang mit Krankheiten googeln, Suchmaschinenoptimierung, dann Fake-Accounts. Du hattest, glaube ich, auch schon verdecktes Sponsoring angesprochen. Inwiefern meint ihr bestimmt das, was die Menschen finden, wenn sie googeln? Die Frage habe ich jetzt nicht richtig verstanden. Also inwiefern sind vielleicht die Top-Hits, die ich nach der Eingabe meiner Symptome bei Google finde oder bei einer anderen Suchmaschine finde, inwiefern sind die eben ja, manipuliert, finanziert, gekauft unter Umständen? Ja, das hängt sicherlich von der Information ab, die ich suche. Also was gibt es? Also Google verkauft ja auch Anzeigen. Klar versucht man sich da gut zu positionieren, gerade wenn man was selbst auch verkaufen will. Also da findet man wahrscheinlich eher nicht die seriösen Angebote ganz oben bei den Anzeigen. Aber ganz, ganz oft, wenn man ein medizinisches Wort eingibt, kommt ja Wikipedia als allererste Seite. Wikipedia ist ein freies Wissensportal. Da geht es nicht darum, die Menschen übers Ohr zu hauen, sondern Informationen bereitzustellen. Die Frage ist halt, wie verständlich sind die am Ende? Und wie, also diese Informationen sind ja alle nicht individuell. Das ist, glaube ich, dann eher das Problem. Und natürlich versuchen alle Portale, die Informationen anbieten, möglichst weit oben bei Google gerankt zu sein, weil das ist ja mein Ziel, dass ich die Informationen verbreite, egal ob ich ein gutes Ziel oder ein böses Ziel habe. Am Ende ist meine Verbreitungsmöglichkeit oft über Google. Und da versucht man sich halt mit den Guten und den Bösen zu schlagen, um möglichst weit oben zu sein. Ja, das Ranking funktioniert ja gerade nicht nach medizinischer Qualität in dem Fall, sondern eben nach Suchmaschinenoptimierung, die dann aufgrund von Keywords zum Beispiel arbeitet, und jemand, der halt die Seite gut optimieren kann, ist dann natürlich oben, und jemand, der vielleicht medizinische Informationen par excellence sozusagen liefern kann, aber davon gar keine Ahnung hat von Suchmaschinenoptimierung, ist unter ferner liefen. Ja. Nochmal einen anderen Aspekt, den du schon angerissen hattest, Cyberchondrie, ich habe in der Vorbereitung der Sendung zum ersten Mal davon gelesen, habe aber dann schnell festgestellt, oh, war mal schwer in der medialen Berichterstattung, so 2008, 2009, musste da groß drüber berichtet werden, aller Orten. Ich jetzt retrospektiv hatte den Eindruck, da ist zum ersten Mal den Menschen aufgegangen, ach, Medizin und Gesundheit findet auch im Netz statt. Auch die Kehrseite davon, und dann war es eben ein großes Medienthema. Hype. Oder ist es wirklich tatsächlich ein Phänomen, wo man sagen kann, das ist messbar, das hat Auswirkungen, das ist ganz schlimm und total krank? Bin ich der Falsche, der jetzt beantworten kann, ob es messbar ist? Ich habe es nicht gemessen. Ich glaube aber, dass es ging damals um die Befürchtung, dass jetzt alle werden wir krank und werden uns ins Bett legen und nicht nie wieder aufstehen, weil wir jetzt gebingt oder gegoogelt haben und dementsprechend was wir denken. Alles haben können. Genau. Ne? Und ich habe ja noch im letzten Jahrtausend Medizin studiert, und das ist wirklich so, wenn man das so liest, dann macht man alle Krankheiten durch. Ja? Und wenn es irgendein verrückter Krebs im Kniegelenk ist, den es eigentlich gar nicht gibt, den hat man auf einmal am nächsten Tag. Also es ist sehr unangenehm. Ich glaube, dass wir uns schon immer für unsere Gesundheit interessiert haben und dass dadurch heute jetzt die Hemmschwelle, sich was anzulesen, mal nachzufragen, einfach geringer ist. Und ich halte das für extrem gut. Ich glaube, der große Paradigmenwechsel ist eben, dass Leute wie ich, als ich noch Medizin gelernt habe, das war analog. Da hat man sich Bücher, und zwar dicke, schwere Bücher, irgendwie besorgt aus der Uni, und die waren wahnsinnig teuer, die konnte man sich nicht leisten. Das heißt, Wissen war extrem schwierig zu bekommen, war wahnsinnig teuer und war im Grunde etwas für Privilegierte, die das studieren durften. Ja, Medizin darf man ja studieren. Ich kann mich ja nicht einfach einschreiben. In manchen Unis geht es heutzutage, aber im Grunde ist es ja was sehr Privilegiertes. Und jetzt auf einmal kann ich mich online irgendwo einwählen und bekomme auf einmal Wissen, die vorher einer ganz kleinen Minderheit nur zugänglich war. Und ich glaube, das ist dieser Paradigmenwechsel, wo wir als Ärzte, das müssen wir erstmal verstehen, das tut auch vielleicht irgendwo weh, wenn man auf einmal merkt, dass man da wahnsinnig lang studiert hat, diese schweren Bücher hochgetragen hat und damit Fitness gemacht hat, und auf einmal ist das Allgemeinwissen.
Und, aber ich glaube, es ist eine gute Entwicklung, weil, was du schon angedeutet hast, die Gespräche, die jetzt stattfinden können, können einfach auf einem anderen Niveau stattfinden. Das wird sicherlich eine Zeit lang dauern, aber ich meine, wenn wir in 15 Jahren weiterdenken, wird es sicherlich so sein, dass viele von den uns, von den normalen Bürgern, Patienten, die nicht Medizin studiert haben, wirklich viele Dinge ganz anders wahrnehmen, aufnehmen können, damit umgehen können und damit dann auch zu ihrem Arzt gehen. Und viele, viele Dinge werden in Zukunft wirklich auch digital abgefragt werden. Da werde ich gar nicht mehr zu meinem Hausarzt gehen wollen, weil ich eben sage... Da kommen wir nachher noch hin. Kann ich mal wieder ein bisschen zurückholen. Ich wollte gerne noch bei der Cyberchondrie bleiben. Was würdest du sagen? Ist das tatsächlich ein Ding, das manifest ist? Oder hat sich da nur jemand erschreckt und vielleicht diesen Phantomschmerz erlitten? Huch, ich bin ja gar nicht mehr der Einzige, der weiß, was im Schrembel steht. Also ich, als Psychologe würde ich sagen, das ist vielleicht so etwas wie eine Persönlichkeitseigenschaft oder so eine Untereigenschaft. Das heißt, Personen, die da nervös darauf reagieren, die machen das online oder offline analog, und andere Personen, die damit souveräner umgehen, für die ist es kein Problem. Aber das spricht den wichtigen Punkt um. Wie gehe ich eigentlich mit dieser Punkt an? Wie gehe ich eigentlich mit dieser Information, die ich dort finde und gar nicht genau weiß, wer das jetzt eigentlich verfasst hat vielleicht? Wie gehe ich damit um? Was mache ich damit? Und das ist der entscheidende Punkt, wo man den Leuten vielleicht dann auch zeigen kann, vielleicht schon in der Schule zeigen kann, darauf achte bitte. Das kannst du benutzen und das solltest du vielleicht eher mit Vorsicht betrachten. Jetzt würde ich gerne von dir, Anja, mal wissen, wieso du als Medizinstudentin 2011 meintest, die Welt braucht washabich.de. Also da gab es ja mit Sicherheit irgendeine Zündung oder den einen Moment, aus dem sich das entwickelt hat. Ja, also grundsätzlich ist es ja auch heute noch so, dass die meisten Informationen, die man im Internet findet, keine individuellen Informationen sind, sondern ganz allgemeine Informationen. Das ist, glaube ich, auch ein Problem der Informationen, die wir dort finden, weil man sie eben als Laie schlecht filtern kann. 2011 war das so, dass mich eine Freundin anrief, die ich noch aus meinem Psychologiestudium von vorher kannte, und die hatte den Befund ihrer Mutter in der Hand, Verdacht auf Metastasen nach Brustkrebs, und die hat natürlich furchtbare Angst. Sie hat mich gefragt, was steht denn in diesem Befund jetzt wirklich drin? Und ich habe ihr das erklärt, und dann war halt die Frage, ja, wo hätte sie die Information herbekommen, wenn ich sie ihr nicht gegeben hätte? Und wir haben dann zu dritt geschaut und haben festgestellt, es gibt keine Informationen, die das hätten, oder kein Portal, das das hätte beantworten können. Haben dann gedacht, gut, dann versuchen wir doch mal, wie das so aussieht, ob Patienten solche Informationen, also so individuelle Informationen im Netz suchen oder haben wollen. Haben die Seite aufgebaut, innerhalb von 4 Tagen online gestellt, und haben nach einer Woche so viele Anfragen gehabt, dass wir es zu dritt nicht mehr geschafft haben, die ganze Arbeit zu machen, und mussten uns dann eben ein Team drumherum aufbauen. Und jetzt ist es, glaube ich, ja auch so, dass nicht mehr du sozusagen übersetzt und transferierst, sondern dass ihr mit Studenten, wie gesagt, in höheren Semestern zusammenarbeitet. Und ich glaube, mittlerweile sind es über 200, ganz viele in Deutschland, auch einige im Ausland, die wiederum davon profitieren, weil sie so die normalen Sprache gleichzeitig eben versuchen beizubehalten und zu beherrschen, was dann ja vielleicht später auch hilfreich sein könnte. Ich denke mal, es gibt wahrscheinlich sowas wie eine Lieblingsstilblüte, was man in so einem Setting wie hier immer gerne sagt, der absolut irre, unverständliche Satz, mit dem man selbst als Ärztin so erstmal nicht klarkommt. Also ehrlich gesagt habe ich keine Lieblingsstilblüte, weil wir an den Stilblüten uns natürlich immer die Zähne ausbeißen. Wenn man einen Satz hat, der ein Radiologe furchtbar blumig beschrieben hat, wo aber eigentlich nichts drinsteht, und dann versucht man diesen Satz in leicht verständliches Deutsch zu erklären und merkt, ja, da ist keine Information drin, und ich muss das jetzt irgendwie dem Patienten klar machen, dass da keine Information drin ist. Also solche Sätze gibt es viele, und es gibt natürlich auch umgekehrt die Sätze, wo ganz, ganz viele Informationen am Stück drin sind, die man dann versuchen muss zu erklären. Das, was ich mal als Beispiel für individuelle Informationen anbringe, ist eigentlich das Wort Tumor. Oder das ist ein Wort, was ganz häufig, wenn man es googelt, als bösartiger Krebs gefunden wird, was aber eigentlich gar nicht so ist. Also es muss nicht bösartig sein. Ein Tumor kann auch gutartig sein. Also das kann auch einfach nur eine Flüssigkeitsansammlung irgendwo im Gewebe sein. Der Arzt schreibt Tumor, der Patient kriegt solche Augen und Angst. Wie ist das denn so vom Mengenverhältnis beim Übersetzen? Also man kennt es ja, wenn man aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt, wird es länger, ne? Also das Deutsche ist länger, das Englische ist irgendwie kompakter, man kann da schneller zu Potte kommen. Wie ist das bei euch? Also ein Arztbrief von 2 Seiten, wie lang ist der in so Normalo-Sprech? Länger oder kürzer? Also ein Arztbrief von 2 Seiten ist schon das Maximum, was wir überhaupt annehmen zur Übersetzung, weil wir sagen, pro Seite, die wir übersetzen, brauchen wir etwa 5 Seiten Erklärung. Wow. Also 10 Seiten für 2 Seiten Arztbrief, und es dauert dann, wenn man so eine Seite erklärt, 4 bis 5 Stunden. Also es ist
extrem aufwendig, aber die Studenten lernen eben wirklich total viel dabei. Und das ist eigentlich auch das, was dann nachhaltiger ist. Wenn die Studenten lernen, ich erkläre das leicht verständlich und der Patient braucht die Information und ich sehe dann auch danach, dem hat es was gebracht, dann werde ich später auch im Berufsalltag anwenden. Wobei bei diesen 5 Seiten, um das noch zu ergänzen, 5 Seiten auf eine Seite Arztbrief, die sind ja auch deswegen so lang, weil da auch erklärt wird, was ist der Kontext von dieser Untersuchung, was hat die vielleicht für eine Zielrichtung. Also der Patient erfährt wesentlich mehr als den eigentlichen Befund, sondern eben auch drumherum und kann es besser einordnen. Insofern wird es auch deswegen länger. Ja, und es ist ja auch so, das muss man ja auch zur Ehrenrettung der Ärzte sagen, dass die da nicht einfach nur auf dicke Hose machen mit ihrem Fachlatein, sondern tatsächlich der Brief ja nicht zuerst an mich als Patientin adressiert ist, sondern an den Kollegen, der mich überwiesen hat und der dieselbe sehr spezifische Fachsprache spricht, die sehr präzise ist, wieso dann eben die Übersetzung wahrscheinlich länger sein müssen, weil noch sehr viel Kontext und Unterpunkte und Hintergründe erläutert werden. Gibt es denn deiner Ansicht nach eine Möglichkeit, solche Schreiben so zu verfassen, dass sowohl Arzt als auch Patientin, Patient damit zurechtkommen, oder geht das nicht, weil es eben Fachsprache und allgemeinverständliche Umgangssprache betrifft? Ja, also der Ausgangspunkt ist schon sehr merkwürdig. Ich als Patient erhalte von dem einen Arzt einen Brief vielleicht und trage den zu dem anderen Arzt, für den er bestimmt ist. Und der erklärt es mir. Also das in einem Dokument unterzubringen, stelle ich mir schwierig vor, weil es ja wirklich 2 verschiedene Sprachen sind. Vielleicht sollten Mediziner, also vor 10 Jahren habe ich mal so einen Impulsvortrag gehört, da haben Mediziner unter sich diskutiert, dass die Patientenkommunikation viel stärker in das Studium verlagert werden müsste. Also Ärzte müssen lernen, wie sie zum Beispiel einem Patienten eine Todesinformation beibringen. Also ein Angehöriger ist gestorben und wie macht man dieses Gespräch? Da wurde drüber nachgedacht. Ich weiß nicht, wie es inzwischen Einzug gehalten hat, aber das ist, glaube ich, der Punkt. Also dieses, wie spreche ich mit einem normalen Menschen, in Anführungsstrichen, mit einem Patienten, diese Informationen durch, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt für die Ausbildung. Und der wird dann auch von einigen Ärzten, ich mache ja auch die Erfahrung mit Ärzten, einige können das besser und andere können es halt noch nicht so gut vielleicht. Die erklären dann noch eher fachsprachlich und andere versuchen, das so runterzubrechen. Na gut, das ist natürlich auch ein Moment, wo ich nicht nur als Fachkraft gefordert bin, sondern als Mensch, was sehr emotional und persönlich ist und wo ich mich natürlich prima hinter sehr langen Worten verschanzen kann, weil ich vielleicht Schwierigkeiten habe, das mehrmals am Tag oder mehrmals in der Woche in der Notaufnahme eines Krankenhauses an mich heranzulassen. Wobei die Angst hätte ich gar nicht, dass Ärzte das nicht können, so als Menschen. Also ich habe die meisten Ärzte als Personen erlebt, die für ihren Beruf wirklich leben, die das mit als Berufung erleben. Und ich glaube, das gehört dann für sie auch zum Job dazu und die machen das dann gerne. Nicht unbedingt jeden Tag immer, aber es gehört einfach dazu. Und ich denke, sie würden es natürlich machen. Frage ist nur, ist das überhaupt ein bewusstes Problem für sie, dass sie den Patienten auf einer anderen Ebene abholen müssen, bestimmte Informationen vielleicht eher weglassen und andere hinzufügen müssen, damit das Bild für den Patienten rund wird? Also da hakt es meiner Meinung nach. Das ist ja was, wo du oder wo ihr von washabich.de eigentlich auch gerade ansetzt. Ihr geht ja in die Unis, wenn ich das richtig verstanden habe, und sprecht mit den Studierenden und gebt Seminare zu genau dieser Art von Kommunikation. Und es gibt auch bei euch online eine Broschüre, wo ihr wiederum versucht, den Patienten zu munitionieren, damit der weiß, was will ich denn eigentlich, wenn ich in die Arztpraxis gehe und wie rede ich mit dem Mann oder der Frau auf der anderen Seite des Schreibtisches. Genau, also du hast jetzt gesagt, Gunnar, dass es vor 10 Jahren diese Podiumsdiskussion gab. Es zieht langsam in die Unis ein, an manchen mehr, an manchen weniger. Wir bei washabich fokussieren uns wirklich auf die Verständlichkeit. Also klar, es gibt diese Übungen für Gespräche mit schwerkranken Menschen, Todesnachrichten überbringen, wie erkläre ich eine chronische Erkrankung. Diese Übungen gibt es jetzt langsam. An Schauspielpatienten wird es gemacht. Wir wollen noch mal einen Schritt davor gehen und wollen sagen, aber erkläre das auch so, dass er es wirklich verstehen kann. Wirklich leicht verständlich. Ich muss ja eine Information, die ich weitergeben will, leicht verständlich, muss ich vorher einmal richtig verstanden haben. Das ist häufig schon bei der Menge an Wissen, die man hat, gar nicht so einfach, das wirklich so ins Detail zu wissen, dass man es danach richtig gut erklären kann. Das ist was die Studenten bei uns üben können, was jetzt in Hamburg gerade auch als Kurs läuft, was demnächst auch in Dresden als Kurs laufen soll an der Uni. Was aber durchaus auch
Ärzten hilft. Also wir haben zum Beispiel eine Ärztin bei uns im Netzwerk, die ist seit 25 Jahren Ärztin, erklärt ganz, ganz vielen Menschen, und ich bin sicher schon immer sehr motiviert, ihre Operationen. Und jetzt, nachdem sie 2 Jahre bei Was hab ich war, kriegt sie das Feedback, ah, das ist aber gut erklärt gewesen. Sie hat vorher nie das Feedback gekriegt, dass es schlecht erklärt war. Mhm. Also das ist auch, da muss man auch den Patienten sagen, sagt eurem Arzt, wenn ihr es nicht versteht. Weil woher sollen wir es denn wissen, wenn uns niemand sagt, das habe ich jetzt nicht verstanden. Geht uns übrigens auch so. Also lebendige Feedback-Kultur auch hier gerne erwünscht und Nachfragen bei Unverständlichem oder das würde ich gerne noch mal genauer wissen. Also ich weiß, wir haben mindestens einen Arzt, ich glaube ohne digitalen Hintergrund, sondern nur so einen richtigen Menschenarzt im Publikum und auch Leute aus der Unternehmensberatung und auch alle anderen wären gerne aufgefordert, hier reinzuwerfen, was ihr wissen wollt, was sie wissen wollen. Bitte schön. Warten Sie, es wäre extrem zauberhaft, wenn Sie warten, bis das Handmikrofon bei Ihnen ist und Sie sich vielleicht auch kurz vorstellen und so hören wir Sie dann auch alle gut. Ja, mein Name ist Erika Wieler, ich bin Journalistin und ich habe eine, nicht eine Frage, sondern einfach eine Feststellung. Ich finde, ihr beiden Ärzte, ihr seid sehr freundlich, weil ich bisher, ja, ich habe bisher immer gehört, dass die Ärzte total genervt sind, wenn Patienten kommen und sagen, ja, ich habe gegoogelt und ich habe das und das und diese Krankheiten und ich kann mir auch vorstellen, dass es nervig ist, dauernd mit solchen Selbstdiagnosen konfrontiert zu sein. Also so ein bisschen, muss ich aber sagen, klang es schon an, dass man da nicht immer dann einen Blumenstrauß geneigt ist zu winden, sondern dass man sich vielleicht auch denkt, Moment, ich habe nicht gegoogelt, sondern 6 Jahre hier mir die Sachen ins Hirn reingedrückt. Es hängt natürlich total davon ab, was für eine Information da vom Patienten kommt und natürlich auch von der eigenen Tagesform und davon, wie oft der Patient schon mit seinen 20 Seiten ausgedruckt von Google kam. Natürlich ist mir es als Arzt sehr, sehr lieb, wenn mein Patient gut vorbereitet kommt und sagt, ich habe mich informiert, ich habe das gelesen, was sagen Sie dazu? Und es ist mir nicht so lieb und es ist ganz normal. Ist einfach Kommunikation. Wenn der Patient sagt, ich habe das gelesen, so wird das sein. Geben Sie mir das und das Medikament. Natürlich gefällt mir das nicht als Arzt, aber damit umzugehen ist unser Job, wenn wir als Arzt tätig sind. Gibt es noch weitere Fragen? Einen von dir, von Ihnen? Ja, da kommt das Mikrofon. Dankeschön. Also zunächst ein großes Lob an deine Seite. Ich finde es eine fantastische Sache, weil es tatsächlich in der Hektik eines Klinikalltages, also ich bin Arzt, ob ich der Einzige im Publikum bin, weiß ich nicht, habe auch niemanden, weil es tatsächlich in der Hektik des Praxis- oder Krankenhausalltages oftmals verloren geht. Das ist keine Entschuldigung, aber eine Erklärung. Und deswegen kann man jedem, der auf dieser Seite landet und dann endlich versteht, was ihm sein Arzt sagen will, nur beglückwünschen. Und ich denke, es ist auch keine Frage, dass eine gute Seite im Internet, die den Benutzern in aller Regel oder in einer Vielzahl der Fälle weiterhilft, deren Sinn und Nutzen muss man nicht diskutieren. Das ist nur ein anderes Medium zum Buch. Aber bei dieser Seite zu landen, das ist meines Erachtens der schwierige Weg, den nicht jeder Internetbenutzer erfolgreich geht, wenn es ihm im Bauch wehtut und er denkt, ich schau mal, was die zitierten Dr. Googles im Titel dieses Abends, Doktoren im Titel dieses Abends dazu sagen. Und noch vor 20, 30 Jahren, ihr stoppt mich, ne, wenn das hier... ich warte so ein bisschen auf das Fragezeichen. Ach so, also... Da hinten geht schon die Korken hoch. Die Frage ist eigentlich nicht, ist für mich nicht, sind gute Seiten sinnvoll? Ja, das sind sie. Sondern kann der... Wie finde ich die? Oder wie werde ich dahin gelotst? Genau, wie finde ich die in der schieren Menge des Angebotes Internet, das mir nicht wie ein Buchhändler sagt, passen Sie auf, für Sie würde ich das und das empfehlen, sondern ich finde einfach 5 Millionen Einträge. So, da habe ich den Salat. Wenn ich dann bei washabich.de lande, habe ich Glück gehabt. Aber das lande ich als medizinische Laie nicht immer. Ja, wo finde ich die? Da ist, glaube ich, der Mann von der Stiftung Warntest der Richtige. Wahrscheinlich bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, bei dem genannten Gesundheitsinformations.de, ja. Oder? Das ist eine ganz schwierige Frage, weil natürlich zum Beispiel die zitierten Seiten, die auch
gutes Budget dahinter haben, um die Informationen herbeizubringen, um Gutachten zu schreiben, um dann letztendlich zu Aussagen zu kommen. Die können immer nur so einen Ausschnitt bedienen von Fragestellungen, zum Beispiel von Krankheiten, von den wichtigsten. Und die können nie alles machen. Und gerade die dubiosen Seiten, also auf die man eher nicht kommen sollte, die können plötzlich alles, die haben den kompletten Bauchladen. Und nicht nur Gesundheit, sondern auch, was haben wir vorhin gehört, Ernährung, Kosmetik etc., also alles. Also ich kenne eigentlich nur zwei Siegel, die in dem Kontext eine Rolle spielen, die dann auch auf einer entsprechenden Seite vielleicht zu finden sind. Das eine ist von AFGIS, A-F-G-I-S, und das andere ist von der Organisation HON. Und diese beiden Organisationen prüfen unabhängig eher technische oder logische Parameter, sowas wie, wer steckt denn dahinter, wer sind die Autoren, wie häufig wird das aktualisiert, ist das alles transparent, wie die Finanzierung läuft. Die prüfen aber nicht inhaltlich, also ob die Informationen wirklich gut sind. Und das ist genau das Problem, was ich als Laie, als Patient natürlich im Internet immer habe. Ich kann das eigentlich inhaltlich nie hinterfragen, was da steht. Ich muss dem vertrauen und ich kann dann höchstens über diese indirekten Maßnahmen wie den Logos dahin kommen, dass ich der Seite erstmal vertraue und dann sozusagen meine eigene Plausibilität da ableite. Also zum Beispiel, verstehe ich das, was die mir da erzählen oder nicht? Wir haben, jetzt klang es auch wieder an, vorhin ja auch schon mal kurz angerissen, die Finanzierung von Seiten. Und man hört ja immer wieder, unter Umständen ist das manipuliert, da werden Produkte drauf verkauft. Der die verkaufen will, schreibt dann natürlich lauter nette Sachen drüber hin, vielleicht nicht immer unter seinem Namen. Gibt es denn tatsächlich Beispiele dafür? Weil in eurem Stift, also in eurem Test, habe ich die zumindest namentlich und genannt nicht gefunden. Also für diese manipulierten Seiten, für diese gekauften Seiten. Angesprochen ist vielleicht der Test Gesundheitsportale von 2009. Da haben wir in der Tat medizinische Informationen auch inhaltlich bewertet, also zum Beispiel auf Vollständigkeit, auf Neutralität. Und das ist hier das richtige Stichwort. Das heißt, wenn zum Beispiel verschiedene Therapiemöglichkeiten genannt werden zu einer Krankheit, ist die Frage, wird da wirklich alles genannt? Werden auch alle Präparate, alle Medikamente genannt? Oder wird vielleicht nur genau das eine genannt von dem Betreiber der Seite? Genau. Also wir konnten es in der Stichprobe natürlich dann prüfen lassen von verschiedenen Medizinern, aber als Laie kann ich das nicht wirklich hinterfragen oder kann das nicht überprüfen. Ja, aber dennoch nochmal, gibt es Seiten, die das tun? Also sind die unter meinen Top-10-Hits, wenn ich ein paar Symptome aus der Abteilung grippaler Infekt eingebe, werde ich also dann auf irgendeine Seite von Bayer geleitet, wo die Bayer-Produkte angeboten werden? Also wir haben in aktuellen Veröffentlichungen oder in aktuellen Tests keine gefunden. Aber es ist schon irgendwie klar, dass zum Beispiel bestimmte Gesundheits-Apps, die dann nur um eine konkrete Fragestellung gehen und die im Hintergrund natürlich auch immer das Präparat des Herstellers sozusagen anbieten, dass die nicht neutral sind. Aber das sind sie von vornherein nicht. Also sie werden auch nicht so beworben. Insofern ist das auch okay. Anders sieht es aus, wenn ich als Nutzer auf eine Seite gelange über die Krankheit und dann zu dieser einen richtigen Therapie geleitet werde, die natürlich nur eine Option von vielen ist. Aber wie gesagt, man kann es nicht wirklich hinterfragen. Man muss sich auf Parameter wie diese Logos verlassen. Ich würde gerne noch mal auf eine Datenbank zu sprechen kommen, die dann, glaube ich, dir sicherlich auch bekannt ist und euch beiden. Ich habe mit meinem Bruder im Vorfeld der Veranstaltung telefoniert, der ist Arzt und der ist Abonnent von UpToDate.com, ein großes englischsprachiges Portal, das eben überwiegend Leute in Kliniken und niedergelassene Ärzte nutzen, wo tatsächlich so die Helden ihrer jeweiligen Disziplin über die Krankheitsbilder, die es in ihrer Disziplin gibt, schreiben und tatsächlich immer eingepflegt wird, was aktuell an Studien dazu rauskommt. Also da findet man, glaube ich, schwerlich irgendwas, was von 2008 ist. Wenn es dazu jüngst eine Veröffentlichung gab, dann ist die da drin, weil Therapieformen und so weiter sich ja auch verändern. Ich habe mich gefragt, ist das nicht für dich als Unternehmensberater was man mal versuchen könnte aufzulegen, sozusagen das Krankheitswiki, dieses UpToDate in grün für den Patienten, kostenpflichtig dann, weil sowas macht natürlich jede Menge Mühe und man braucht viel Expertise. Aber es gibt ja den Markt, potenziell alle Leute, die da sind. Es gibt den Markt, es gibt die Nachfrage, Patienten wollen das und da gibt es auch wahnsinnig viele Startups, die sich in dem Bereich momentan tummeln und ich glaube, das ist auch ganz gut so. Das, was du ansprichst, ist wieder dieser Nachteil, dass es was Passives ist. Ich bekomme die Möglichkeit als Arzt, Informationen wieder anzulesen. Und der Kollege wird es bestätigen, es ist wahnsinnig schwierig. Es gibt auch für uns als Ärzte eine wahnsinnige Flut an Informationen und es ist eben nicht mehr so, dass man der Internist ist oder der Chirurg, der eben alles operieren kann, sondern wir sind mittlerweile als Mediziner auf ganz, ganz kleinen
Segmente spezialisiert. Und es gibt nicht mehr derjenige, der von oben bis unten alles beherrscht. Und dementsprechend wäre es eigentlich wünschenswert, und da geht auch jetzt gehen die neuen Lösungen hin, dass man als Arzt, genauso wie als Patient, diese Möglichkeit hat, dieses Wissen wirklich angeboten zu bekommen. Das heißt, wenn ich auf der Visite bin und ich würde Antibiose verschreiben, dass mir dann letztendlich ein Antibiotikum okay, verschreiben wollen, dass ich dann auf einmal von meiner Software, also natürlich könnte ich jetzt mich in die Akten einwählen und sagen, natürlich frage ich die Patientin, vertragen Sie das? Sie wird ja sagen, weil sie den Namen gar nicht verstanden hat, so wie du jetzt. Ja? Na, dann läuft's ja. Jetzt könnte ich mich in die Akte, eben, genau. Jetzt könnte ich mich in die Akte einlesen, ich könnte schauen, gab es da schon mal einen Zwischenfall, hat es in der Familie irgendjemand nicht vertragen, gibt es eigentlich neue Laborwerte etc. pp. Ich würde sie einfach ansetzen, fertig aus Arm. Und jetzt müsste eigentlich mir ein kluges Tool, ein kluges Werkzeug elektronisch bei der Visite sagen, Moment mal, sie hat in der Tat vor 3-4 Jahren auf so etwas Ähnliches mal reagiert. Sind wir bei der unseligen elektronischen Gesundheitskarte, oder? Ja, wir sind zumindest in den Dunstkreis. Ja? Mhm. Oder ich müsste einen Hinweis bekommen, Moment, neue Laborwerte, sie hat eine schlechte Niere. Jetzt in 30% der Fälle können der Kombination Innenohrproblematik oder eigentlich ihre Temperatur ist runtergegangen. Willst du wirklich IV oder oral? Ich bräuchte als Arzt dieses Wissen, was du angesprochen hast, das es überall auf der Welt gibt, eigentlich bei mir im klinischen Alltag tagtäglich. Und zwar da, wo ich Spezialist bin, da brauche ich es nicht unbedingt, da lese ich mir auch die Artikel durch, aber da, wo ich eben sage, es ist ein Dunstkreis, der Patient ist multimorbid, er hat mehrere Erkrankungen, er nimmt mehrere Medikamente, er hat nicht nur eine Krankheit, an die ich hier heute rumdoktern darf. Okay, ich habe so das Gefühl, der Unternehmensberater hat auch das Tool schon entwickelt und sagt uns jetzt, wie es funktioniert, wie ich das hinkriege. Ich hab's nicht entwickelt. Unter Beachtung von ärztlicher Schweigepflicht, Datenschutz, Serversicherheit und was der schönen Dinge mehr. Ja, also nochmal, wir haben es vorhin ja schon angesprochen, das Wissen ist da. Das war früher in Büchern, mittlerweile ist es in Datenbanken. Und der nächste Schritt ist, dieses Wissen so aufzubereiten, wie ich es im Grunde schon im tagtäglichen Leben gewohnt bin. Wenn ich eine Reise buche, wenn ich irgendwas einkaufe, dass ich auf einmal Informationen rund um dieses Produkt, was ich jetzt bis jetzt kaufen möchte oder wo ich hinreisen möchte, auf einmal angeboten bekomme. Und das brauche ich letztendlich als Arzt auch beim Patient, dass mir um den Patient herum Informationen zusätzlich geliefert werden, die eben elektronisch digital hinterlegt wurden. Also ich kann mir vorstellen, weil die Frage war ja eigentlich, ist die Welt bereit und reif für so ein Patienten-Wiki auf gehobenem Niveau? Lässt sich damit Geld verdienen? Da war deine Antwort ja. Bevor wir den Faden weiterführen, den du jetzt gerade aufgegriffen hast, würde ich gerne noch mal kurz bei dir nachfragen. Mhm. Stichwort Geld, denn das war ja die Ausgangsfrage. Wie finanziert ihr euch? Ich habe keine Werbung gefunden auf washab.de. Genau, das ist unser Ziel. Wir bieten die Übersetzung kostenfrei an. Das heißt, die Mediziner müssen bei uns ehrenamtlich arbeiten, damit wir überhaupt eine Chance haben, das zu finanzieren. Das heißt, die ganze Zeit, die drauf geht für die Übersetzung, wird wirklich ehrenamtlich erbracht. Wir wollen es kostenfrei haben, vielleicht deswegen auch zum Pflegewiki noch ganz kurz. Wir wollen, dass es kostenfrei ist, weil wir sagen, wir wollen die Informationen so breit wie möglich geben. Wir wollen auch den Patienten, die sich es nicht leisten können, 10 Euro oder 15 Euro, was viel zu wenig wäre, wenn man es in Arbeitsleistung ausgleichen wollte, für die Übersetzung zu zahlen. Auch denen wollen wir die Möglichkeit geben, dass sie die Informationen bekommen, weil das ist ja häufig gerade die Zielgruppe, die es sehr, sehr schwer hat, die Informationen, gute Informationen von schlechten Informationen zu unterscheiden. Wir finanzieren uns, jetzt komme ich auf deine Frage, über verschiedene Sachen. Also zum einen finanzieren wir uns über Spenden, also 30% der Patienten, die bei uns einen Befund einsenden, spenden auch für washab.de. Pi mal Pama, was lassen wir? Im Schnitt 20 Euro. Mhm. Also wenn wir es auf einen Befund rechnen, haben wir ungefähr 7 Euro pro Befund, den wir investieren können. Das reicht vorne und hinten nicht für das, was wir an Aufwänden haben. Wir arbeiten eng mit dem AOK-Bundesverband zusammen. Wir arbeiten mit der Bertelsmann-Stiftung zusammen, haben dort auch ein weiteres Informationsportal aufgesetzt, den Befunddolmetscher, befunddolmetscher.de. Aber die geben euch kein Geld. Die geben uns Geld für Projekte, die wir gemeinsam machen. Und darüber ist so eine Art Querfinanzierung möglich. Wir haben Sponsorings, vor allem für unser Medizinernetzwerk. Also wir haben zum Beispiel einen Finanzdienstleister, der bei unseren Medizinern Werbung für sich macht. Und wir können darüber Einnahmen generieren. Aber auf Patientenseite versuchen wir eben auch werbefrei zu sein, weil wir natürlich auch eine sehr alte Zielgruppe haben. Also derjenige, der einen medizinischen Befund hat, ist normalerweise nicht Anfang 20, sondern eher Mitte 60. Und das sind häufig auch Erstlinge, was das Internet angeht. Und wenn man denen Werbung anbietet, dann sind die natürlich ganz schnell von der Seite weg und auf irgendwelchen anderen Seiten, wo sie gar nicht hin sollen.
Und ist das Finanzierungskonzept, wie du es jetzt entwickelt hast, eins, das trägt? Also ich würde mal vermuten, ja, sonst hättest du nämlich wahrscheinlich inzwischen die Flucht ergriffen und dich irgendwo niedergelassen oder würdest du im Klinikum arbeiten? Ja, also es trägt noch nicht ganz. Also wir sind noch dabei, uns wirklich eine langfristige Finanzierung aufzubauen. Das ist gar nicht so leicht, wenn man mit dem Kernprodukt, was man hat, kein Geld verdienen kann. Aber es gibt Signale auch aus dem politischen Bereich, aus dem Bereich der Gesundheitsakteure, dass wir da eine solche Finanzierung bekommen sollen in den nächsten Jahren. Wir sind auch gerade dabei zu wachsen. Also wir schreiben auch gerade 2 Stellen aus für einen Arzt und eine Assistenz der Geschäftsführung. Wer sich also bewerben möchte, sehr gerne. Heißt, wir wachsen jetzt gerade, heißt der Finanzierungsbereich. Bedarf steigt auch. Das muss natürlich sich einfach auch entwickeln, dass man das dann wirklich finanzieren kann. Da frage ich mich, ob der Produkttester oder der Warentester da nicht die eine oder andere Anmerkung zu dem Thema Geld verdienen auf der Pfanne hat. Also zum einen, was die Finanzierung von solchen Portalen betrifft, aber zum anderen auch bei dem, was ich jetzt mal aus dem rausdestilliere, was du gesagt hast. Der Mediziner kriegt einfach so eine Art Google Glass auf die Nase und sieht, der Gunnar Schwan, der hat diese und jene Unverträglichkeiten. Vor ein paar Jahren kam der Blinddarm raus, mit Meniskus ist auch irgendwas. Muss ich das nicht alles fragen, sondern saugt mir das vom Server runter. Ja. Ohne aufwendige Konsultation. Frage ich mich, gibt es da vielleicht datenschutzrechtliche Bedenken? Kann natürlich gut sein, ja, genau. Die Frage ist, also wir haben es gerade gehört, das war ja sehr transparent, wo kommt das Geld her? Und genau da muss es eigentlich auch bei diesen Datenschutzrisiken hingehen. Was passiert da eigentlich im Hintergrund? Und kann ich das als Patient, als Betroffener dann auch wirklich mittragen? Will ich das so? Also der Anbieter muss natürlich klar darüber informieren, was er da eigentlich im Hintergrund mit den Daten macht, wo das alles herkommt und natürlich auch, wo die Finanzierung herkommt, weil das steuert oder das Geld steuert ja häufig die Motivation von diesen Angeboten. Insofern, wenn das transparent ist und dann auch nachvollziehbar, haben wir kein Problem damit, weil der Patient ist ja sein eigener Herrscher. Er ist ja mündig oder im besten Sinne mündig und kann dann selber entscheiden, ob er das nutzen mag oder nicht. Was natürlich nicht sein kann oder was am besten auch von staatlicher Seite nicht vorgegeben sein sollte, dass es dazu keine Alternativen gibt. Also wenn verordnet werden würde, dass zum Beispiel meine Daten auf irgendwelchen Servern lagern und die dann von wem auch immer abgerufen werden können und es gibt für mich kein Opt-out, keine Alternative dazu. Das wäre natürlich nicht gerade freundlich. Dann sind wir bei meinem Lieblingsthema, das ich in der Recherche oder bei meinem Lieblingsarzt, den ich in der Recherche kennengelernt habe, Dr. Ed. Kennt ihr Dr. Ed? Nicht das Pferd? Das kenne ich auch nicht, ehrlich gesagt. Wie stehe ich da? Das ist Mr. Ed. Das Pferd kennt. Nee, und auch nicht Dr. Ed. Das ist ein Online-Arzt, bei dem man sich eben online sozusagen in die Sprechstunde klicken kann. Gerne zu so peinsamen Themen wie Erektionsstörung, Syphilis, Pille danach, so, also Gürtelabwehr. In der Kombination. Ja, oder nacheinander. Und klicke mich durch ein paar Fragebögen, bekomme dann, wenn der Arzt meint, das ist okay so, die Frau Weber hat eine Blasenentzündung, das war das Beispiel aus Stiftung Warentest, ja. Dann bekomme ich rucki zucki entweder das Rezept zu dem dazu passenden Antibiotikum oder aber das Rezept wird sogar von Dr. Ed weitergegeben an eine Online-Apotheke, die sendet mir das nach Hause. Natürlich auch schön, wenn ich zum Beispiel Viagra bestellen will in einem neutralen Päckchen und so weiter, damit es niemand mitbekommt. Allerdings fand die Stiftung Warentest das auch nicht so toll, weil bei dieser Begegnung Arzt-Patientin die persönliche Begegnung nicht stattfindet. Also die bewegen sich in einer juristischen Grauzone. Deutsches Recht untersagt das, EU-Recht macht es möglich, deswegen operieren die aus England heraus. Du hattest vorhin schon mal angesprochen, du findest eine Konsultation ohne Angesicht-zu-Angesicht-Situation ist nicht möglich oder zumindest nicht wünschenswert. Ja. Da wird es schon praktiziert. Und die Frage muss ja eigentlich auch erlaubt sein, ist das im digitalen Zeitalter nicht auch okay? Ja. Wir machen alles Mögliche online, wir verlieben uns online. Ja. Sollte das sozusagen genutzt werden, ja, wenn es möglich ist. Also wir finden es vom Konzept aufgrund dieser mangelnden von Angesicht-zu-Angesicht-Situation nicht gut. Und wir haben das dann auch mal nachvollzogen, weil man kann jetzt natürlich theoretisch dagegen sein und dann klappt in der Praxis aber doch alles. Wir haben es an 2 Fällen versucht nachzustellen. Da war zum Beispiel eine vermeintliche Patientin, die hatte wohl eine Art Blasenentzündung. Jedenfalls haben wir genau die Symptome, die darauf passen, auf dieser Webseite eingegeben und haben bei einer Information das so ein bisschen nebulös gelassen, die provozierte, dass ein Arzt nochmal nachfragen müsste.
Und er muss nämlich deswegen nachfragen, weil es dann vielleicht doch keine Blasenentzündung ist, sondern vielleicht eine viel ernstere Krankheit. Das heißt, wenn da so ein Rezept kommt und es ist keine Blasenentzündung, dann wird zum einen eine Blasenentzündung behandelt, die nicht da ist. Also man nimmt ein Medikament, das keinen Nutzen hat. Und zum anderen wird die Krankheit, die eigentlich vorliegt, nicht behandelt. Auch doof. Und das ist natürlich ein Risiko. Das umgehst du nicht, indem du konsultierst. Das kann hat nichts mit digital oder nicht digital zu tun. Das kann natürlich auch in der Praxis passieren. So wie du vorhin beschrieben hast, so an meinem Schreibtisch sitzt und du kommst zu mir und ich sage, was ist? Und es juckt und brennt und ich verschreibe dir, du bist hier raus. Also das hat aber nichts mit digital zu tun. Würdest du dann nicht sagen, Blutprobe, Urinprobe? Gott bewahre, nein. Nee? Nee. Wenn es bei ihm juckt. Nein, also nein, es gibt nochmal, wir müssen aufpassen zwischen exotischen Dingen und Wald- und Wiesenmedizin. Und es gibt viele, viele Dinge, wo man einfach sagen muss, ja, das ist Standard. Und wenn es nicht besser wird nach 2-3 Tagen, dann in der Tat erwarte ich natürlich, dass der Patient dann nochmal zurückkommt. Aber wir können nicht jedes Mal erstmal die Kolibris und das ganze Exotische ausdiagnostizieren, um dann sicher zu sein, dass es doch nur eine ganz normale Blasenentzündung ist. Du würdest sagen, Dr. Ed ist eine Sache, mit der du kein Problem hast. Ich muss dazu sagen, ich habe es nachgeguckt. Ich kenne das nicht. Ist die Gründung von einem Arzt und einem Unternehmensberater. Ja, das ist super. Also, eine grandiose Kombination. Also ich kenne es nicht, deswegen will ich nicht sagen, dass ich es gut finde. Ich sage bloß nicht, ich finde es nicht so schlecht, wie es jetzt hier anhört. Weil es gibt viele Situationen, wo ich eben ganz klar beschreiben kann, wie es mir geht. Und ich unter Umständen noch ein Bild davon machen kann. Und mir reicht es als Arzt, wenn ich Erfahrung habe. Und wenn ich dann den Patienten sehen darf und mich noch unterhalten darf, wunderbar. Aber wenn es sein Wunsch ist, mich nicht zu sehen. Und dann gibt es Situationen, wo ich in der Tat sagen würde, pass auf, das reicht mir jetzt nicht aus, diese Information. Das könnte in der Tat noch was im Busch sein. Ich will dich sehen. Deswegen verschreibe ich dir auch nichts. Ja? Mhm. Aber wenn es für mich so ein 90-prozentige Deckung ist, zu sagen, klar, aber bitte kommen in 2-3 Tagen nochmal oder melden Sie sich wieder, wenn es nicht besser ist, das ist gang und gäbe. Das ist Das heißt, du würdest nicht insistieren auf der persönlichen Begegnung zwischen Arzt und Patient. Denn wenn immer, die Patientin das nicht will, wenn ich die Wahl hätte, würde ich immer dazu plädieren, dass man natürlich einen Arzt oder eine Ärztin konsolidiert. Plus, wenn der Patient das nicht möchte, wenn er sagt, ich habe keine Zeit, ich habe keine Lust, ich will es einfach nicht und ich möchte diesen Weg gehen, wer bin ich, um zu sagen, nein, das darf er nicht, solange es in gewissen Grenzen ist. Ich glaube, du wolltest aufbegehren. Ich ja. auch. Also wer auch noch aufbegehren will, darf das tun. Ja, also zum einen würde ich schon sagen, dass es auch gang und gäbe ist, bei einer Blasenentzündung zumindest eine Urinprobe zu nehmen. Ich mache Diskussion also, über Urinprobe. Also die Diagnostik ist halt einfach im Internet nicht möglich. In der Allgemeinarztpraxis habe ich es immer so erlebt, dass wir das gemacht haben, wenn Patienten mit so Beschwerden kamen, dann würde schon auffallen, dass es offensichtlich keine Blasenentzündung ist. Aber ich denke auch, dass man als Experte, und das sind wir nun mal, auch Patienten schützen müssen vor sich selbst ein bisschen. Also natürlich soll der Patient selbst beschützt sein. Ja, ich finde schon. Da ist noch andere Meldung, aber schon drauf in 3 Jahren. wir sollten ja diskutieren. Nein, also natürlich hat der Patient ein Recht auf Selbstbestimmung. Das sehe ich auch ganz genauso. Ich sehe das Recht darauf, sich zu informieren und darauf auch Entscheidungen zu treffen, die der Arzt nicht so sieht wie der Patient. Aber ich kann doch als Patient nicht entscheiden, ob das, was ich jetzt da sage, ob dem Arzt diese Informationen reichen werden, eine Diagnose zu stellen. Und der Arzt, der tausende Kilometer entfernt sitzt, Du musst als Arzt entscheiden, ob dir die Informationen ausreichen, um zu sagen, jawohl, passt oder passt nicht. Mhm. Aber das ist doch viel schwerer, wenn der Patient nicht vor dir sitzt, als wenn der Patient vor dir sitzt, du den Patienten untersuchen kannst, du vielleicht auch dir einfach anschauen kannst, wie der Patient in seiner Gesamtheit sich gerade fühlt, als wenn der dir irgendwie eine Mail schreibt oder seine Symptome eingibt und du dann auf dieser Basis der Symptome eine Diagnose stellst. Natürlich, hast du recht, wird es wahrscheinlich trotzdem 80% der Fälle richtig sein. Aber die anderen 20%, ich finde schon, dass man da auch als Experte sagen muss, das darf man dem Patienten nicht zumuten. Da gibt es 2 Wortmeldungen. Wartet bitte wieder, bis das Mikro dabei ist und die Redakteurin mahnt zur Eile. 10 Minuten Zeit haben wir noch. Das finde ich jetzt richtig spannend. ich versuche jetzt mal von der anderen Seite her zu denken, weil Sie hatten vorhin gesagt, wenn der Patient Zeit hat und
am Arbeiten oder so. Ich sehe es ja andersrum, ne? Wenn der Arzt mal Zeit hat und auf einmal macht es bei mir so Klick, also so eine digitale Sprechstunde bei den kleinen Wehwehchen, wo ich beim Arzt überhaupt nicht drankomme, weiß ich ja gar nicht, was dagegen spricht. Die Diskussion gab es ja schon bei den Apotheken, da wurde ja auch gesagt, ne? Also die Beratungsleistung etc., das geht ja gar nicht und es gibt doch Online-Apotheken. Es ist nicht so, dass es genau an diesem Punkt, dass vielleicht auch so die Ärzte sich da so ein bisschen auch da wieder in ihre Expertise angegriffen fühlen. Wartezimmer ist voll, ne? Das sind alles so Grippepatienten und die kriegen ja sowieso alle das Gleiche verschrieben. Also bei diesen kleinen Wehwehchen ist das doch eigentlich für den Patienten sowie für den Arzt so eine Art Win-Win-Situation. Ne? Ich möchte ja eh nur diesen gleichen Kram haben, den der Arzt dann zur Grippezeit massenweise verschreibt. Das ist jetzt deine Frage an Anja? Ja, an den Berater sowie an die Mediziner. Also sozusagen du als Anwalt der Patienten, die jetzt nicht wegen jeder Kleinigkeit oder auch wegen unangenehmen Dingen, über die man nicht gerne spricht. Als Kränkelnder, der keinen Termin bekommt oder Ewigkeiten irgendwo sitzt. Ja. Du weißt, also ich will ja gar nicht sagen, dass das grundsätzlich schlecht ist. Natürlich funktioniert, ich habe ja auch gerade gesagt, es funktioniert, entschuldige, in 80% der Fälle funktioniert es wahrscheinlich auch. Aber zum einen darf es nicht sein, dass ich mit meinem Wehwehchen mich nicht traue, zum Arzt zu gehen. Das sollte nicht so sein. Du gehst ja zum Arzt, zum Digitalen. Solange ein Arzt dahinter steht. Er sagt ja digitale Sprechstunde. Das ist ja ein genau, Arzt aber das, auf aber er hat Seite. Gesagt, er traut sich mit seinem Wehwehchen, will er nicht zu dem echten Arzt gehen. Ich sag mal anders. Das ist aus. Ich bin manchmal genervt, zum Arzt zu gehen, einen Termin zu bekommen. Ich weiß ja sowieso, das, was ich eigentlich kriege. Also Praxis versus Online sozusagen. Ja, also. Vielleicht hast du auch recht, vielleicht muss man es den Patienten überlassen. Ich glaube, es geht nicht um Recht, es geht ja um die Wahl. Nochmal, es geht hier nicht um Recht und Nichtrecht, sondern es geht darum, hast du prinzipiell die Wahl, können wir es medizinisch vertreten, zu sagen, ich lade dich in eine digitale Sprechstunde ein? Und da sage ich ja, im gewissen Rahmen ja. Mhm. Und wenn der Patient sagt, aber ich will meinen Arzt sehen, dann habe ich auch ein gutes Recht drauf, dann finde ich das mehr, also will ich auch befürworten, im Zweifel immer befürworten. Aber da, wo du dich ein bisschen vergaloppiert hast, nach dem Motto, wir müssen den Patienten schützen, da sage ich, Moment, ja. Das ist ein mündiger Patient. Wenn er nicht einen Vormund hat, darf er entscheiden, wie er sich bewegen möchte. Das weiß ich allerdings gar nicht, inwiefern der Patient, der sich da meldet, mündig ist oder so. Ich habe keine Ahnung, ob da auch ein 16-Jähriger mal für den Partyspaß jetzt sind wir wieder im Bereich des Exotischen. Es geht jetzt darum, dass der junge Mann sagt, ich habe irgendwie ein Problem und würde das gerne mal abgeklärt bekommen. Und bin genervt, möchte nicht in die Praxis, gibt er mir eine Alternative. Da würde ich sagen, ja, ich würde ihm eine Alternative geben. Nicht ich jetzt als Arzt, sondern ich würde sagen, das wäre eine kluge Alternative, über die wir nachdenken sollten und die wir anbieten sollten. Dahin wird es ja auch gehen. Aber wenn wir betrachten, dass 67% der Deutschen, Studie von vor 2 Wochen vom Wissenschaftsinstitut der AOK, 67% der Deutschen nicht unterscheiden können zwischen Informationen, die sie bekommen, ob die gut sind oder schlecht sind, wenn es um ihre Gesundheit geht. Wie sollen die dann entscheiden, ob es jetzt sinnvoll ist, zum richtigen Arzt zu gehen? Oder? Jetzt sagst du wieder, du weißt mehr, du kannst an der Stelle mehr sagen, naja, als der Patient. Bist. Also wenn es Studien zur Gesundheitskompetenz gibt, die sagen, 67% der Deutschen... Ihr beide vor die Tür geht, würde ich sagen, erstmal abkühlen. Es gibt noch 3 Meldungen, die ich im Publikum gesehen habe, nämlich ihr in der Mitte, dort links und da hinten. Ich weiß nicht, ob das jetzt alle waren. Vielleicht hebt ihr noch mal sonst die Tatze, genau hier vorne noch mal. Also macht 4. Und da ja Lydia, die Redakteurin, schon zur Eile mahnt, würde ich bitten, dass ihr eure Fragen stellt, wie gehabt, euch auch gerne vorneweg vorstellt, sagt, von wem ihr was wissen wollt. Und wir sammeln erstmal die 4 Fragen und bearbeiten die dann danach. Bitte schön. Das ist wieder keine Frage. Ich wollte noch ganz kurz ein Plädoyer für den persönlichen Arzt-Patienten-Kontakt halten. Alexander hatte gerade als Argument gebracht, naja, wenn der Arzt sich sowieso hinter seiner Tastatur versteckt, dann kann der Patient ja auch zum Online-Arzt gehen. Da entsteht ja die absurde Situation, dass man quasi den Teufel mit dem Beelzebub austreibt, weil der Arzt hinter zu viel digital seiner eigentlichen Aufgabe nicht mehr nachkommt. Naja, die Lösung ist digital, der Patient hilft sich selbst. Ja? Also bei Waffen funktioniert es ähnlich, nur ist es wegen der Revolver erstrebenswert. Also, okay, das Plädoyer pro persönlicher Kontakt. Haben wir hier auch 2 Verfechter, denke ich, auf dem Podium. Entschuldigung, ich will dich nicht abwürgen. Hast du noch irgendwie, möchtest du Alex noch mal die Quintessenz und die Take-Home-Message, wieso er das jetzt einsehen muss, mitgeben?
In Ausnahmefällen ist das bestimmt richtig, aber ich denke, die traurigen Fälle, in denen der Arzt tatsächlich sich nicht mehr Zeit nimmt für den Patienten, sind sicherlich kein generelles Argument dafür, dass alles noch unpersönlicher und digitaler wird, weil viele Probleme erschließen sich eben auch erst in dem Gespräch, die der Patient vorher selbst nicht wusste. Vielen Dank. Vielleicht gibst du einfach die Keule gleich weiter. Ach nee, da gibt es noch eine zweite. Alles klar. Bitteschön. Ja, also ich möchte mich da anschließen. Ich bin Medizinstudent und ich sehe das mehreren Gründen sehr problematisch, so ein Portal. Ich nenne jetzt mal zwei. Das erste ist ein datenschutzrechtliches. Es gibt nicht umsonst den altbekannten hippokratischen Eid, dass ich nichts weitertrage. Und wir haben keine Möglichkeit, diese Daten in irgendeiner Weise zu schützen, wenn ich die im Internet über so eine Online-Sprechstunde verschicke. Und über IP-Adressen kriegt man die Identität immer raus. Und einen zweiten Punkt, den ich da sehe, ist, dass wir nicht umsonst diesen persönlichen Kontakt, der ja laut Studien alleine schon einen Teil der Heilung verspricht, alleine der Händedruck, den können wir nicht ersetzen. Und auch, dass den getraue ich mich gar nicht mehr zu geben übrigens, wenn ich total verrotzt in die Praxis komme, dann denke ich, erspare ich dem armen Mann oder der armen Frau, die werden eh schon so bombardiert. Deswegen müssen nicht und dass wir auch, wenn wir jetzt diese Möglichkeit bieten, das ist wie so eine vorgelagerte Tür. Es ist ein bisschen wie eine Warteschleife, wenn man irgendwo eine Hotline anruft. Also ich möchte eigentlich mit einem Menschen sprechen, der mein Problem komplex analysieren kann. Und der Körper ist komplex. Wir studieren das nicht umsonst 6 Jahre. Und nicht aus der Ferne am Telefon. Mal kein vernünftiger Arzt würde eine Diagnose einem Freund übers Telefon geben. Niemals. Er würde immer sagen, geh zu einem Arzt. Das ist das Erste, was wir lernen. Und dass es auch ein bisschen zum System werden könnte, wenn man das immer vorlagert und dann sagt, okay, auf dem Land gibt es ja eh keine Ärzte, nehmen Sie erstmal die Hotline da und wenn Sie da nicht weiterkommen, dann können wir mal schauen, ob Sie in 3 Jahren einen Arzttermin bekommen. Also ich sehe diese 2 großen Probleme. Okay, wir nehmen zur Kenntnis 2-mal Plädoyer pro persönliche Begegnung, 1-mal Plädoyer für Erleichterung und macht es mir doch nicht so schwer, irgendwie Mittelchen XY zu bekommen. Jetzt geht es, glaube ich, da hinten weiter bei dem jungen Mann in dem braunen T-Shirt. Genau, geht in eine ähnliche Richtung, vielleicht auch an Herrn Kolob gerichtet. Es ist ja ganz schön, wenn man so ein digitales Wartezimmer hat und der Patient sagt, naja, ich bin genervt vom Rumsitzen und Warten, dann mache ich das lieber online. Oder auch den ländlichen Raum haben wir gerade auch gehört, wo halt Ärztemängel herrscht. Da geht man dann halt ins Internet, wenn vorhanden, und konsultiert da einen Arzt. Aber nicht umsonst gibt es ja in Deutschland ein Fernbehandlungsverbot. Und da ist halt die Frage, ist das noch zeitgemäß? Kann man das, also quasi das Verbot, Patienten nur über Medien zu behandeln oder zu beraten, ist das noch zeitgemäß? Beziehungsweise das Gebot, das nur im persönlichen miteinander zu tun. Steht das eigentlich unserer digitalen Zeit entgegen oder sollte man das dann abschaffen? Oder steckt da nicht doch, wie die Vorredner gesagt haben, was Sinnvolles dahinter, ein sinnvoller Aspekt? Ist das eine Frage an Sebastian? Genau, aber kann auch gerne von jemand anderem beantwortet werden. Okay, ich nehme es in die Akten. Und hier vorne gibt es noch eine Frage von der Zuschauerin in der ersten Reihe. Hallo. Ich habe eine Frage, oder eher eine Feststellung zu machen. Ich glaube, es ist ziemlich gefährlich, per Ferndiagnose sowas zu machen. Also ich kenne jetzt das Portal Dr. Ed nicht, aber macht es nicht Tür und Tor offen für Missbrauch? Dass man einfach googelt, welche Symptome man haben muss, um an bestimmte Medikamente zu kommen. Und dann beschreibt man die möglichst realistisch und bekommt dann am Ende sogar das Rezept für verschreibungspflichtige Medikamente, die man sonst nie bekommen würde. Also ich finde das relativ. Das ist das, was Anja vorhin meinte mit Patienten vor sich selbst schützen, wo die beiden sich in die Haare bekommen haben. An wen möchtest du die Frage richten? Also ich weiß nicht, ich glaube, das geht ja auch ein bisschen ums Unbewusste, dass Patienten sich nicht verrennen. Aber was macht man, wenn Leute wirklich bewusst täuschen wollen auf solchen Online-Plattformen? Das passiert natürlich in der Praxis genauso. Also ich habe es jetzt auch nie ausprobiert mit Dr. Ed. Es ist wirklich kein digitales Problem, da muss ich dir leider recht geben. Aber die Camouflage ist vielleicht leichter, also auch leichter, das passiert oder? Natürlich durch Ärzte-Hopping, kann ich das genauso machen. Also ich gehe zum Arzt und sage, ich habe die und die Symptome und dann kriege ich das Medikament und dann gehe ich zum nächsten und sage es wieder und dann bekomme ich das Medikament auch wieder. Das funktioniert auch eine Weile in der nicht-digitalen Welt. Es sei denn, man hat einen sehr aufmerksamen Arzt, der sich auch die Zeit nimmt, was häufig schwierig ist, das dann rauszukriegen. Aber natürlich erleichtert es auf jeden Fall. Also vielleicht kannst du kurz sagen, wie es genau funktioniert, weil ich jetzt auch nicht ganz im Bilde bin. Also im Wesentlichen muss ich schon vorher genau wissen, welche Krankheit ich habe. Dann
sortiere ich mich nämlich in die verschiedenen Sprechstunden ein und ich beantworte einen Fragebogen, der so nach Ja-Nein-Antworten funktioniert. Habe ich Symptom X, Y, Z und so weiter. Und man kann natürlich auch Freitextfelder ausfüllen und insofern gibt es eine gewisse Interaktion, aber es liegt natürlich dann im Sinne des beratenden Arztes, wie er das in Anspruch nimmt, ob er Rückfragen stellt, was er alles kann. Du sprichst jetzt so einen Fall an, der wahrscheinlich nicht so der Mainstream ist. Also die meisten haben wahrscheinlich Probleme und wollen dann das Medikament haben. Aber da haben wir eigentlich das andere Problem. Jemand, der schon mal eine Blasenentzündung hatte und bei Dr. Ed dann ein Medikament bestellt, der muss dann halt 3 Tage warten, weil es muss ja verarbeitet werden auf der Plattform. Es ist Postlaufzeit, Apotheke und so weiter. Das heißt, wenn ich zu einem Arzt gehe und ein Rezept dort bekomme, in die Apotheke gehe, habe ich es wahrscheinlich sofort oder relativ schnell. Und das heißt, es ist auch aus der Warte nicht unbedingt die beste Lösung, sowas zu machen. Und vielleicht noch mal ganz kurz auf deinen Hinweis. Natürlich ist es ein Problem und es geht mir auch so. Man muss in Arztpraxen häufig lange warten, man bekommt keine Termine. Aber müsste man nicht gerade bei diesem Problem ansetzen und sagen, man muss die Wartezeiten vielleicht reduzieren, man muss die Kapazitäten vergrößern, damit eben kürzere Zeiten rauskommen und eben nicht auf Alternativen, die vielleicht fragwürdig sind, dann setzen. Also fängt man nicht eher woanders an mit der Lösung? Es gab noch 2 Aspekte, die ich auch gerne in die Runde schmeißen würde. Der eine bei uns auch schon häufiger genannt, die Frage des Datenschutzes. Das war von dir die Frage, wie schütze ich so eine Kommunikation? Wie stelle ich sicher, dass die nicht Hinz und Kunz mitlesen oder mit meinen Daten sonst was passiert? Und die Frage von dir war, ich hatte es vorhin auch schon mal gefragt, ist das zeitgemäß? Also wir machen unheimlich viel online. Warum nicht auch den Arztbesuch? Schützt sich da eine Zunft durch solche Zunftregeln? Vielleicht antwortet ihr nacheinander die Datenschutzfrage und die zünftige Frage. Also Datenschutz muss immer gewährleistet sein, ganz klar. Wie? Das ist dann natürlich gleich die Frage. Die ganzen technischen Möglichkeiten der Verschlüsselung, die es gibt, muss man nutzen. Ich sage auch immer Vorsicht, wenn man ein analoges Archiv noch hat im Krankenhaus, wo man also das analog auf Papier das Ganze ausgedruckt hat und das dort rumliegen und die Akten liegen im Krankenhaus offen rum und so weiter und so fort, da ist der Datenschutz, sollte dort genauso hoch sein. Und die Vorstellung, dass in einem Krankenhaus oder in einer Arztpraxis keiner an meine persönlichen Akten rankommt, ist ein bisschen naiv. Also da muss man Gleiches mit Gleichen messen. Nichtsdestotrotz, die Verschlüsselung muss gewährleistet sein. Da gibt es auch mittlerweile viele, viele gute Ansätze und das funktioniert auch. Die Frage aber das Totschlagargument war ja, von welchem Computer aus da kommuniziert wurde, lässt sich immer klären. Der Computer ist ja wiederum nicht patientenbezogen. Also wenn der Computer eine IP-Adresse rausgibt, weiß er nicht, ob der Herr Krolopp dran saß oder Herr Müller zu dem Zeitpunkt. Ja gut, dann habe ich ja schon fast wieder so einen Aufwand, ins Internetcafé zu gehen, dass ich mich auch beim Arzt ins die Bunte lesen könnte, mal wieder also im Wartezimmer. Ich glaub, es gibt ja 2 Sichtweisen. Das Glas ist halb voll oder ist halb leer. Also die spannende Frage ist, könnte Digitalisierung helfen, das Gesundheitssystem, das Arzt-Patienten-Verhältnis zu optimieren? Und da glaube ich schon, da gibt es viele gute Ansätze. Und dieses Dr. Ed, das ich nicht kenne, wo ich nur gesagt habe, eine digitale Sprechstunde. Den ich jetzt hier auch überhaupt man, nicht so populär genau, machen möchte. Ich dachte, das wäre so Mainstream-Wissen und nur ich lese richtig. Erst in der Vorbereitung also ein digitaler Austausch zwischen Arzt und Patient, nicht zwischen irgendjemand und Patient, sondern zwischen Arzt und Patient, ist modern, ist zeitgemäß. Das Gesetz, was du da angesprochen hast, das wird heutzutage schon teilweise mit umgangen dahingehen, dass man sagt, es gibt Sondererlaubnisse, wenn ich keinen Radiologen zum Beispiel vor Ort habe, dass ich dann eben meine radiologischen Befunde aus einer Entfernung diagnostizieren bekomme. Macht Sinn, ist absolut klug. Also die spannende Frage ist ja, kann Digitalisierung, kann das Internet auf der Arzt-Patienten-Beziehung das Verhältnis besser optimieren, als es in der Vergangenheit war. Und ich glaube, da gibt es viele, viele kluge Ansätze. Nicht jeder ist für jeden gut, ganz klar. Die Sicherheit muss gewährleistet sein, auch ganz klar. Aber ich würde nicht so kategorisch immer sagen, nein, weil unter Umständen könnte da ein Problem heraus erwachsen, das ich momentan nicht überblicken kann. Die Probleme heute in unserem analogen Arzt-Patienten-Verhältnis sind enorm. Und von daher glaube ich, dass das Potenzial, das in diesem Bereich steckt, sehr, sehr groß ist. Und dementsprechend ist es dann immer wieder zu einer Abwägung. Ich weiß gar nicht, ob du da jetzt noch was ergänzen wollen würdest, was über das hinausgeht, was wir schon besprochen haben. Sehr gerne. Ja, ich versuche es mal, was Neues beizutragen an der Stelle. Seit der Zäsur Snowden wissen wir, dass diese ganzen Sicherungssysteme, ich sag mal, suboptimal funktionieren. Das heißt, wenn ich in den Online-Bereich gehe mit diesen sehr sensiblen Daten, mit diesen besonders schützenswerten Gesundheitsdaten, dann muss ich natürlich wirklich sicherstellen, dass das sicher ist. Und es geht nicht um 99%, es geht um 100%. Es gibt dieses Projekt der elektronischen Gesundheitskarte, die schon seit
ich weiß nicht, 2001. Ja, projektiert ist und auch 2006. Auch die Idee eines Unternehmensberaters übrigens, eine Roland-Berger-Studie. Ja, das war, genau. Das war Ulla Schmidt, die das da aber das ist auch, ja. Theoretisch ein gutes Projekt, aber es ist immer noch nicht da, weil es anscheinend noch nicht vollständig sicher ist und seit letztem Jahr wahrscheinlich noch unsicherer geworden ist. Insofern wäre ich da sehr vorsichtig. Aber die andere Frage... Ist das noch zeitgemäß? Ist das noch zeitgemäß? Dass Arzt und Patient sich begegnen meine und vielleicht auch die Hand schütteln müssen? Ja, meine persönliche Meinung ist definitiv, aber ich bin kein Mediziner und ich denke, die Mediziner, das heißt der Berufsstand, der Ethos, der dort verhandelt wird, müsste das eigentlich genau thematisieren. Also angehende Ärzte bzw. Ärzte, die jetzt im Geschäft sind, die müssen natürlich darüber diskutieren und fragen, ob das noch up-to-date ist oder nicht. Also ich habe da eine persönliche Meinung, möchte aber nicht sagen, das ist gut oder falsch, um Gottes Willen. Okay, ich könnte mir vorstellen, dass es noch mehr Gesprächsbedarf gibt aus dem Publikum. Könnt ihr auch gleich stillen, denn ich gebe die drei gleich frei nach einer Schlussrunde, in der ich gerne hätte, dass ihr euch alle vorstellt. 20 Jahre später, wir sind im Jahr 2034. Ihr habt Fieber und die Symptome eines grippalen Infektes, dieser beliebte Klassiker. Was macht ihr? Also, oder was macht der Patient? Geht der Oldschool zu einem Arzt? Googelt der was? Geht der online? Nimmt der mit seinem Online-Arzt des Vertrauens Kontakt auf? Was macht der, Anja? Tja, das ist eine hervorragende Frage, was der macht. ich befürchte, er wird seinen Arzt zuerst mal online kontaktieren. Nee, aber hoffentlich wird er seinen Arzt kontaktieren und nicht irgendeinen Arzt. Wie er das dann genau macht, wird vielleicht wirklich davon abhängen, wie er sich mit dem Arzt versteht, was er selbst für Bedürfnisse hat. Ich hoffe, dass er im Nachhinein, wenn er mit dem Arzt gesprochen hat, seine Informationen, die er bekommen hat vom Arzt, auch nochmal in schriftlicher Form verständlich bekommt, dass er das dann auch weiterverarbeiten kann und dann natürlich auch einfach therapietreu gesund werden kann. Und Sebastian Krolopp hat auch Fieber im Jahr 2034. Grippale Effekte, viel trinken, ins Bett legen, viel schlafen. Und da nicht zum Arzt gehen, ist sowieso Zeitverschwendung? Nein, ist keine Zeitverschwendung, aber beim grippalen Effekt nicht. Nee, also ich glaube, es wird digital sein. Es wird die Möglichkeit zu sagen, beschreibe kurz, wie es mir geht, hinterlasse eine Nachricht. Kriege einen Anruf, macht Sinn, komm rein, komm nicht rein, lass uns kurz das auf Video anschauen oder in der Tat, du musst reinkommen. Die Vernetzung von Fieberthermometern, Blutdruckmessgerät, Blutzuckermessgerät und sonst was, die jetzt schon vorhanden ist, lässt sich dazu auch nutzen. Und von daher glaube ich, dass es dann zu wenigen Arztkontakten in diesen mittelschweren Fällen kommen wird. Und Gunnar, zum Schluss du. Ja, ich denke, der Patient wird morgens um 7 aufwachen. Seine Technik, die er am Körper trägt oder die implementiert ist. Ah, wir hatten auch schon eine Cyborg-Runde hier. Da hättest du genau auch gut reingepasst. Eine Cyborg, man ist dann quasi so ein Art Cyborg. Und diese Technik sagt ihm dann, ist es jetzt quasi eine Erkältung oder ist es eine ernste Erkrankung? Brauche ich wirklich Hilfe oder kann ich das selber kurieren? Und wird natürlich gleich die Tarife der Krankenversicherung einblenden, die dann sagen, wenn du jetzt zum Arzt gehst, dann kriegst du Minuspunkte, beziehungsweise wenn du es selber machst, kriegst du Pluspunkte. Und danach wird er sich dann hoffentlich ganz mündig entscheiden, was er tut. Die trinken ins Bett. Also eigentlich bräuchten wir hier so Doomsday-Musik und dunkles Brodeln, das wir zum Schluss einführen. Ja, genau. Eine dunkle und finstere Dystopie, mit der Gunnar Schwan euch entlässt. Ja, ich würde sagen, was habe ich gelernt aus der Runde? Jetzt mal aus der Lameng. In Maßen googeln, dadurch aber sich nicht verrückt machen. Ich würde es mal ein bisschen abmildern und sagen, die Zukunft ist vielleicht so ähnlich wie die Gegenwart, nur ein bisschen anders. Und dann wollte ich noch einfach, weil es so hübsch ist, euch nicht vorenthalten, was ich gelesen habe. Natürlich habe ich mir gleich nochmal Molière und der eingebildete Kranke vorgenommen. Ich bin nicht Medizinerin, Germanistin und so, da macht man das. Und wollte euch noch sagen, Hypochondrie schützt euch auch nicht vor echter Krankheit. Molière nämlich, der ist in der Rolle des Argon gestorben, also in der Rolle des eingebildeten Kranken, den er gespielt hat tatsächlich, sich ausgedacht hat und den er als Schauspieler verkörpert hat, als der ist er gestorben, was ich einen sehr zynischen Winkelzug seines Schicksals finde.
Ja, und ansonsten kann ich euch noch sagen, diese Diskussion gibt es hier wie gehabt. Jetzt sind wir so im am dritten Sonntag des Folgemonats. Und für die, die gerade nicht wissen, welcher Tag mag das sein, das ist der 17. August um 17:55. Ich empfehle natürlich auch inbrünstig sämtliche anderen Hörsäle, die auch online da sind und jeweils Samstag und Sonntagabend kurz nach 6 ausgestrahlt werden, zu hören. Ja, im Netz alles abrufbereit, kann man teilen und dem Online-Mediziner seines Vertrauens zum Beispiel auch zusenden. Und im kommenden Monat, am 27. August, ist hier wieder digitaler Salon. Ich habe gute Hoffnung, dass es dann trotz Sommerszeit auch wieder gut besucht sein wird. Dann reden wir über das Thema Wi-Fi-Hotspot Serengeti. Wir wollen über die Idee sprechen, ob Entwicklungshilfe mittels Internet zu leisten ist, ob es gut gemeint ist oder vielleicht auch gut gemacht. Und freue mich, wenn ihr dann wieder da seid. Vielen Dank. Euch auch. Vielen Dank.